Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, würde ich im Normalfall sagen, oder zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, eine neue Challenge, ein irgendwas, Ramses Review, oder wir machen einfach nur einen Livestream, ihr kennt das ja alles. Wer meinen Kanal regelmäßig verfolgt, der weiß, ich mache ja wirklich viel, ja? Ich opfer da wirklich viel Zeit auf und ich würde nicht mal sagen, ich opfer die auf, ich mache das gerne. Ich setze mich jeden Tag dahin, ich mache ein Video nach dem anderen. Wenn ich damit fertig bin, mache ich schon wieder das nächste Video. Wenn ich damit fertig bin, mache ich ein ganz anderes Video. Dann muss ich zwischendurch schauen, dass ich es zeitlich packe, einen Stream zu machen. Ein Stream für mich, ein Stream für euch. Auf dem Zweitkanal NRR Battle geht's auch noch rund. Da muss man dann noch unten runterladen, runter hochladen, da noch Bewertungen streamen, Feedback an die Teilnehmer streamen die ganze Zeit. Ich habe also was zu tun, ne? Es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag wirklich da sitze und wirklich mich langweile. Und wenn es wirklich mal so ist, dass ich da sitze und gerade denke, ich bin fertig mit allem, das ist die Hölle irgendwie. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das die Hölle ist, wenn ihr da sitzt und denkt, so, ich bin fertig. Und jetzt? Meistens sitze ich dann da und deprimiere oder bin verzweifelt, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Corona ist noch am Start. Man soll jetzt sich nicht so betätigen wie sonst. Ansonsten, alle Freunde, die ich kenne, sind entweder weggezogen oder gestorben. Ansonsten hat man eigentlich niemanden großartig hier. Die Leute, die deine Freunde waren, haben die nur übel mitgespielt oder kommen selber nicht klar. So stehst du eigentlich ziemlich alleine da. Das Einzige, was trotzdem Bestand hat und Bestand hatte, ist der Kanal und die Community und ihr. Vielleicht nach außen hin etwas armselig, natürlich, wenn man es im Real Life nicht geschafft hat und sich deshalb im Internet verkriecht und da auf dicke Hose macht. Aber, weiß ich nicht, mir hat das gut getan. Warum rede ich jetzt so? Um was geht es überhaupt? Ich habe eigentlich keine Einleitung, kein gar nichts. Ich habe einen Brief bekommen, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe gesagt, am Montag geht die Welt unter, am Montag ändert sich mein Leben, am Montag wird alles anders. Ich versuche, dass ich dieses Video am Montag hochlade und dass trotzdem abends Chill mit Ramses stattfindet, wo wir gemeinsam auch mal reden können oder auch mal schauen können. Wer das Video dann geschaut hat, der weiß ja vielleicht Bescheid. Aber was ist jetzt wirklich so schlimm? Was bringt mich dazu, dieses Video zu machen und hier rumzuheulen vor laufender Kamera? Ein Thema, was immer wieder aufkommt in den Streams, ist die Frage, was arbeitest du eigentlich? Was arbeitest du eigentlich oder was machst du eigentlich? Was ist dein Beruf? Was hast du gelernt? Sonst was? Arbeiten und Beruf und gelernt, das sind ja schon wieder ganz verschiedene Sachen. Schulabschluss auch, verschiedene Sachen. Und wer regelmäßig in den Livestreams dabei ist, der weiß ja eigentlich, was ich gelernt habe, was ich für einen Schulabschluss habe, was ich momentan mache, nämlich, dass ich nichts mache. Obwohl nichts eigentlich ja falsch ist. Aber der weiß auch, warum. Ich möchte jetzt nochmal auf dieses Thema eingehen, denn ich habe einen Brief bekommen aus dem Nichts, beziehungsweise nein, kein Brief, ich habe einen Anruf bekommen, am Donnerstag. Ich habe am Donnerstag sozusagen einen, oder Mittwoch, Donnerstag, einen von den beiden Tagen irgendwo habe ich plötzlich einen entgangenen Anruf drauf gehabt vom Jobsender, korrekt. Und dann stand, dass ich zurückrufen soll. Jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht und habe am nächsten Tag zurückgerufen, weil bisher war es immer so, gerade wenn du irgendeinen Antrag ausgefüllt hast, abgegeben hast, haben die sich danach nochmal gemeldet und haben dich zur Sau gemacht, was für ein dämlicher Assi du doch bist und wie dumm, wie scheiße, weil du es nicht fertig kriegst, einfach mal den Antrag korrekt auszufüllen und die Anlage korrekt auszufüllen und das Geforderte beizufügen, was dabei gefügt sein muss, obwohl du alles ausgefüllt hast, was da steht, alle Anlagen ausgefüllt hast, alles, was gefordert ist, angehangen hast und das Problem meistens war, sie haben eine falsche Anlage beigefügt, deshalb konntest du die Anlage gar nicht ausfüllen, aber schon da hast du richtig gesehen, du bist einfach nicht als Mensch angesehen, ja? Es ist ja schön, du bist von denen abhängig in dem Moment. Trotzdem nehmen sie sich das Recht raus,
dich als minderwertiges Teil der Gesellschaft zu sehen. Du bist kein Mensch mehr, du bist einfach nur Abschaum und das lassen sie halt raushängen. So oft. Da kommt nicht, oh, versehen, unser Fehler, sorry. Da kommt, nee, du bist schuld, weil du bist Müll, fertig, zack. Finde ich ziemlich schade. Jetzt habe ich aber trotzdem an diesem Samstag, ich bin so durcheinander, jetzt habe ich aber trotzdem einen Anruf bekommen, habe das nicht mitbekommen, ja, obwohl ich um 10 Uhr dann mein Handy angemacht habe, hatte ich eine SMS drauf, dass 8.30 Uhr jemand angerufen hat. Ich habe dann zurückgerufen mal und da war meine Vermittlerin dran. Und die Vermittlerin hat auch gesagt, ich habe sie den ganzen Tag versucht zu erreichen, ich habe sie nicht erreicht. Vielleicht, weil ich beschäftigt war, vielleicht, weil ich immer am Machen bin, was aber niemanden in den Sinn kommt. Und jetzt hat sie einfach nur gesagt, sie ruft mich an, um mir zu erklären, dass ich ja am Montag, also wir haben Donnerstag, ich glaube Donnerstag, ja, Mittwoch war der Anruf, aber Donnerstag habe ich zurückgerufen und sie erklärt mir am Donnerstag also, dass ich am Montag Arbeit anfangen muss. Im Sozialkaufhaus. 1-Euro-Job. Denn das ist die Zukunft. Jeder andere würde jetzt sagen, aha, okay, ja, kein Problem. Mich hat das in dem Moment irgendwie komplett rausgerissen. Es hat mir die Luft abgeschnürt. Ich bin richtig panisch geworden am Telefon. Ja? Ich leide eh unter einer Verhaltensstörung und Persönlichkeitsstörung, kombinierte Persönlichkeits- und Verhaltensstörung. Und mich hat das einfach überfordert. Mich hat das überfordert. Ich bin richtig hysterisch geworden. Ich kam gar nicht mehr klar. Ich habe mich gefühlt, als würde mir gerade jemand die Luft zum Atmen wegdrücken. Das hat sie nicht verstanden. Das versteht wahrscheinlich niemand. Ich verstehe es vielleicht selber nicht. Ich weiß nur, wie ich mich dabei fühle, bei allem. Ich fühle mich wie ein kleines Kind, dem gerade das Spielzeug weggenommen wird, sozusagen. Und das klingt im ersten Moment wirklich erstmal behindert. Aber warum? Was ist denn? Bin ich wirklich so ein dummer, fauler Mensch? Bin ich jemand, der einfach nur vor sich hin schmarotzen möchte, der keinen Bock auf nichts hat und der einfach nur auf Staatskosten leben möchte für die einen ja? Sehe ich selber an sich eigentlich nicht so, denn ich fand, ich war auf einem guten Weg, meine Zukunft zu ebnen und davon wegzukommen und mich eigenständig zu machen, auf eigenen Beinen zu stehen, was mir selber für die Zukunft auf jeden Fall mehr bringen würde als ein 1-Euro-Job, wo du meistens dann einfach nur Zeit absitzt. Denn das ist das Schlimmste, was du machen kannst, Zeit absitzen, nichts zu tun zu haben und wieder irgendwo einfach nur irgendeine Nummer auf irgendeinem Blatt zu sein, die keinen interessiert, keine Ahnung. Ist vielleicht ein bisschen komisch, trotzdem irgendwo, ich möchte gesehen werden, ich möchte bemerken, ja, mich gibt's und jemand beachtet mich und jemand redet mit mir und ich brauche das, ich brauche die Kommunikation. Ich drehe durch, wenn ich einfach alleine zu Hause sitze und niemanden zum Reden habe, einfach nur an die schwarze Wand. Warum sind denn die Wände schwarz, Digga? An die weiße Wand starr, schwarze Löcher in die weiße Wand starr, keine Ahnung. Jetzt war es so, damals in der Schule, alles war super, alles top. Hast den Schulabschluss gemacht, Realschulabschluss, richtig super Sache, Hauptfächer, alles immer durchgehend, eins hier, eins da, eins dort, eins überall, war der Beste meiner Klasse mit, also Abschlusszeugnis, einer der besten Abschlüsse, die du haben kannst, nur Einsen und Zweien auf dem Zeugnis, keine 3, keine 4, keine 5, keine 6, du warst einfach Big Baba Pump, ne, aus der WCW. Was soll schon schief gehen im Leben? Du hast die besten Voraussetzungen, im Leben richtig durchzustarten. Leider haben dir gute Noten nichts gebracht, in meinem Fall, wenn selbst bei dem simpelsten Job, wo du dich bewirbst, dir die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung macht und dein Lehrvertrag zerrissen wird, eine Woche vor Lehrbeginn, mit der Begründung, ja, geistig, super Sache, aber körperlich haben wir da schwere Bedenken.
Solltest du jetzt in den Einzelhandel, du wolltest in den Einzelhandel als Einzelhandelskaufmann, sonst was, wolltest da richtig durchstarten, Richtung mal vielleicht Filialleiter, irgendwas, den Umgang mit Menschen, das war immer so dein Ding. Viele haben sich da gefreut, viele wollten mit einem zu tun haben, ansonsten kundenorientiert sein, am Mann dran, ne? Alles kein Ding. Wenn dir da schon die Chance verwehrt wird, weil es heißt, aber gesundheitlich, vor allem mit ihrem Rücken, der Rücken kaputt, da geht gar nichts. Asthma, nix, Neurodermitis, nix, keine Ahnung, sonst was. Da war das Psychische, hat noch nicht mal eine Rolle gespielt. Damals war noch die Welt in Ordnung. Dann kommst du also hin, machst Werkzeugmechaniker, weil du dich querbeet als alles Mögliche bewirbst. Bist auf einmal Werkzeugmechaniker, wo Neurodermitis, Asthma und Rücken viel schlimmer zu tragen kamen, aber selbst das hast du geschafft. Du hast deine Ausbildung fertig gemacht, du hast deinen Facharbeiter gemacht, du hast das alles so nebenbei hingeklatscht, fertig, aber es hat natürlich keinen Spaß gemacht. Und auch hier hat es schon angefangen, auch wenn es keinen Spaß gemacht hatte. Ich habe gemerkt, in der Arbeitswelt, wie ist es? Du bist neu in einem Unternehmen. Das Unternehmen hat feste Mitarbeiter, hat Zeitarbeiter. Zeitarbeiter waren die korrektesten Leute. Mit denen hast du dich immer gut verstanden. Die festen Mitarbeiter waren die größten Assis, einfach nur menschlich gesehen. Jeder wollte einfach den anderen ausstechen. Jeder wollte den anderen schlecht machen. Jeder wollte immer nur Böses. Jeder hat versucht, dir ans Bein zu pissen. Und immer nur, weiß ich nicht, die haben nicht mal mehr gemacht wie du. Du warst gut in deinem Job, selbst da, was dir gar keinen Spaß gemacht hat. Du warst gut, du hast dein Ding gemacht. Trotzdem warst du nicht geduldet. Und wenn du jemandem geholfen hast, der nicht so schnell war oder der nicht so gut klarkam, derjenige hat sich bedankt. Aber die festen Mitarbeiter, für die war das wieder ein Dorn im Auge. Es hat nicht lange gedauert, du wurdest da rausgeekelt. Nach 2,5 Jahren auf ärztlichen Rat sollte das beendet werden. Da kam Mobbing hinzu, da kam Bossing hinzu, alles Mögliche. Das hat dich so geprägt. Jeder hat gesagt, ey, du hast doch Werkzeugmechaniker gelernt. Mach doch einfach wieder Werkzeugmechaniker, fertig. Schon beim Betreten einer Werkshalle habe ich solche Flashbacks bekommen an diese Zeiten. Ich habe mich so unwohl gefühlt, ich bin so halb panisch geworden. Es ist so schlimm gewesen zum Schluss, was da alles schiefgelaufen ist. Also saß du zu Hause, hast nichts mehr gehabt, solltest eine Therapie machen, dass du erstmal wieder normal wirst. Irgendwann bin ich beim Netto gelandet. Du bist beim Netto gelandet. Du hast ein paar Regale eingeräumt, hast ein bisschen sauber gemacht, hast dich darum gekümmert, dort rum gekümmert, alles hin und her. Und nach kurzer Zeit hat nicht gereicht. Mach mal Kassenschulung, mach mal Kasse, mach mal Verkauf, mach mal alles. Kein Problem. Du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Machst du Kassenschulung, bestehst die Kassenschulung, merkst du diese blöden Ziffern, sitzt da im Kundenbereich, die Kunden haben den Ansprechpartner, die Kunden sind erfreut, die Kunden loben dich. Jetzt ist mir klar die Flasche Uso auf das Gummihuhn gefallen. Den brauche ich gleich noch. Die Leute kommen zu dir wirklich und sagen, wow, wir haben noch nie so einen netten Verkäufer getroffen, noch nie so einen netten, hilfsbereiten, zuvorkommenden. Also der hilft wirklich, der sieht, wenn da einer Probleme hat, der packt auch mal mit an, der berät dich, der führt dich ans Regal ran, der hört dir wirklich zu, der beantwortet jede Frage, der nimmt sich Zeit für die Kunden. Der Kunde ist der König, denn der Kunde, der kann überall einkaufen. Der muss nicht in euren Laden kommen, der kann auch im anderen Laden einkaufen. Der Kunde muss ja einen Grund haben, wieso er bei euch einkauft. Sah Netto leider nicht so. Netto immer nur auf die Uhr geguckt. Hör auf, dich mit den Kunden zu beschäftigen. Zack, schieb den weg, mach den nächsten, schieb den weg, mach den nächsten. Bam. Habe ich nicht gemacht. Ich habe wirklich, wenn da eine alte Oma stand, die ihr Zeug noch in Ruhe eingepackt hat, ich habe nicht das von dem Nächsten schon hingeschmissen zu ihr, damit die gar nicht mehr wussten, wem was ist. Ich habe lieber der Oma geholfen, ihre Sachen einzupacken, ja. Dass sie fertig war, gehen konnte, sich nicht gehetzt gefühlt hat und ich noch bei ihr war und sie mit mir dabei noch geredet hat, während ich ihr geholfen habe. War für mich selbstverständlich und kaum einer der Kunden fand das auch negativ. Klar gab es immer mal die peniblen Schlipsträger, die da durchlaufen, sich einen Apfel kaufen und sagen, boah, geht das nicht schneller oder was? Junge, steck dir doch den Apfel sonst wohin. Du bringst eh keinen Umsatz durch deinen Drecksapfel, also lass die Oma, die ihren Großeinkauf da macht, die sowieso nicht mehr viel im Leben hat, einfach nur ein
eine schöne Zeit noch haben will, gemütlich einkaufen gehen will, die kleinen Dinge, auf die sie sich freut, lass die Oma Oma sein, ja? Nach kurzer Zeit haben die Leute sich aber über die anderen bei mir beschwert auch und gesagt, ja, der kann sich mal eine Scheibe abschneiden und die ist nicht so wie sie und die mault einen immer nur an und die schubst einen rum, die hat mir letztens einen Roundhouse-Kick verpasst. Nach kurzer Zeit wieder mal, Herr Hess, Sie sind nicht geeignet für den Job, ne? Da wurde noch irgendein Mist erfunden, um dir was zu unterstellen, damit sie dich loswerden können. Da wurde das aufgeklärt, dass das Quatsch ist, du nichts Böses gemacht hast, alles super war, es wieder mal ein Fehler von der Kollegin war, die Kollegin hat es zugegeben und trotzdem von Nettos Seiten aus, das Vertrauen ist weg, braucht man nicht, tschüss, auf sie können wir verzichten. Keine Ahnung, stand es wieder da, ich habe geheult, denn die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Ich war nicht am Amt, ich habe selbstständig mein eigenes Geld verdient, so, ich habe genug gehabt für mich zum Leben, ich habe keine hohen Bedürfnisse. Du warst wieder zu Hause, warst wieder eingebrochen, warst wieder enttäuscht, hast wieder einen Arschtritt bekommen, hast dich wieder gemobbt gefühlt, solltest wieder Therapie machen, irgendwas. Nach 100.000 Jahren hat's angefangen, du gehst zu Rewe, du probierst es bei Rewe, ist ja auch Einzelhandel, du hast ja Erfahrung darin, du bringst da was mit. Rewe war das komplette Gegenteil von Netto. Rewe, so viele Leute, Rewe, du warst einfach nur ein kleines Licht, du warst einer, der schon an seiner Vorgesetzten gescheitert ist, denn während du vielleicht mit guter Laune auf Arbeit gekommen bist, hat die Vorgesetzte immer eine Fresse gezogen wie sonst was, war übelst genervt, war übelst angepisst, war übelst aggro, jeder Scheiß, der ihr nicht gepasst hat, hat sie an dir ausgelassen, selbst Dinge von Tagen, wo du gar nicht da warst, hat sie dir die Schuld für gegeben. Ja, das ist doch deine Unterschrift, das warst du doch. Ich sagte, hä, da steht ein ganz anderer Name. Ich war gar nicht da an dem Tag. Ist egal, du machst es trotzdem nicht mehr, weil du kannst es eh nicht. Und du denkst wieder, was für eine Welt. Du sollst freundlich, du sollst nett, du sollst sonst was. Aber jeder, der im Prinzip was zu sagen hat und über dir steht, behandelt dich wie Dreck, schubst dich nur rum, trippt dich mit Füßen weg. Es hat mich wieder komplett zurückgeworfen in meiner ganzen Entwicklung. Ich stand wieder da und war wieder am Arsch. Was auch am Ende wieder eskaliert ist, ich dann rausgeworfen wurde, denn entweder lässt du dir alles gefallen und gehst daran zugrunde, oder du erhebst auch mal das Wort, du wehrst dich dagegen, du haust mal auf den Tisch und du sagst dann auch, was Kacke ist, was nicht passt, was Scheiße ist, sagst, was das von demjenigen soll, es kann auch nicht sein, du musst das und das machen, du musst da schneller werden, dann machst du schneller, dann sagen sie, okay, aber du musst das und das jetzt zusätzlich machen, schon wirst du wieder langsamer, weil du was anderes noch zusätzlich machst, schon wird wieder gemeckert, dass du ja jetzt nicht mehr so schnell bist wie davor, was ja klar ist, weil du ja zu der Sache plötzlich noch eine andere Sache machen musst, dann siehst du, dass die anderen das auch nicht machen. Die anderen machen nur das und deswegen haben die eine gute Zeit. Du sollst das machen und das, aber in der gleichen Zeit. Und wenn du dann aber sagst, die anderen machen das aber auch nicht. Warum muss ich das machen? Freundchen, pass bloß auf, was du sagst. Und lass diese böswilligen Unterstellungen von wegen, die anderen machen das nicht. Jeder macht das. Du musst das auch machen. Es hat nicht jeder gemacht. Es hat gar keiner gemacht. Aber von mir wurde es verlangt. Und deswegen ging das auch lange, deswegen ging das auch nicht ewig gut. Es war auch wieder der größte Bullshit im Endeffekt, sonst was. Jeder weiß es wieder besser. Du wirst von vornherein gesehen als dieser kleine blöde Assi, der keinen Bock auf nix hat und sonst wie. Es gibt dir doch gar keine eine Chance. Von Anfang an wirst du eigentlich mit Füßen getreten. Und dann sitzt du wieder zu Hause und hast nichts und sonst wieder, mach Therapie, wir zwingen dich hier, du gehst zum Amtsarzt, wir machen da Tests, wir gucken die Leistungsfähigkeit. Leistungsfähig, oh mein Gott, Mr. Superbrain, der ist ja übelst leistungsfähig. Wir testen aber die Gesundheit, körperlich Probleme, geistig starke Probleme, drohende seelische Behinderung, es muss unbedingt was gemacht werden. Sie schicken dich wieder zu Therapeuten, dann gehst du zum Therapeut, der schreibt dir nur Tabletten auf. Du sollst Tabletten fressen. Nicht, weil du der Fehler bist, aber weil du die anderen ja nicht ändern kannst und weil du an einen Punkt kommen musst,
den Mist der anderen zu ertragen, also betäubst du dich mit Tabletten, damit dir das nichts mehr ausmacht oder du dir alles gefallen lassen kannst. Ist das der richtige Weg? Meiner Meinung nach auch nicht. Dann kam Corona hinzu, alles. Selbst mein Therapeut hat mich sitzen lassen. Da rufst du da an, weil jeden Dienstag war Gruppensitzung, jeden Dienstag und dann plötzlich Dienstag. Hä? Herr Hess? Was geht mit Ihnen? Wir machen doch gar keine Gruppensitzung. Es wurde doch abgesagt. Wir haben doch jeden angerufen. Ach, Sie haben wir, glaube ich, vergessen anzurufen. Naja, Sie wissen es ja jetzt. Jeder wurde angerufen, du natürlich nicht. Du bist wieder der, es ist auffällig wieder, du kriegst wieder, weiß ich nicht, du frisst wieder Scheiße. Und dann sitzt du da und denkst dir, alles klar. Dann bricht das ab, dann bricht das ab. Dann sollst du immer zu einer anderen, nur um die Tabletten verschreiben zu lassen. Die Sitzungen sollst du aber bei der ersten abhalten. Du bist irgendwie da erstmal raus. Die zweite mit den Tabletten stopft dich mit Tabletten voll. Sagt die ganze Zeit zu dir, du sollst bei der ersten wieder Termine machen. Immer wenn du bei der ersten anrufst, du hast nur eine halbe Stunde Zeit, da anzurufen. Von 7.30 Uhr bis 8 Uhr können sie, zack, Bahn. Du rufst vorher an, Bahn. Du rufst nachher an, Bahn. Du rufst in der Zeit an, Band. Warum ist dieses Telefon nicht frei? Und wenn man nicht Band ist, ist besetzt. Du kommst nicht rein und irgendwann als depressiver Mensch gibst du auf, lässt es einfach, scheiß drauf. Machst es halt so. Und selbst die Tabletten, scheiß drauf. Es hat sich komplett negativ ausgewirkt auf Dauer, jahrelang diese Tabletten zu fressen. Deswegen habe ich die Tabletten abgesetzt auf eigene Faust, von einem Tag auf den anderen. Sollst du nicht machen, ist gefährlich. Zack, habe ich gemacht. Habe eine Hölle durchlebt. Manchmal habe ich gedacht, ich sterbe, ich hatte solche Schmerzen, ich hatte Phantomerscheinungen, Phantomschmerzen, mir haben Glieder wehgetan, die ich gar nicht habe, sozusagen. Aber ich war da und alles war gut. Denn gleichzeitig, was hatte ich? Ich hatte meinen Kanal, ich hatte meine Community, ich habe Videos gemacht, ich habe eine Beschäftigung gehabt. Ich saß nicht mehr den ganzen Tag zu Hause und habe mich gelangweilt oder bin durchgedreht, nein. Ich habe ein Video gemacht, bin rausgegangen, hatte ein Ziel, habe das gemacht, habe den Stream gemacht, habe da mit den Leuten geschrieben, habe dann die Kommentare beantwortet, habe mich darum gekümmert. Ich war den ganzen Tag beschäftigt, 24 Stunden, mir ging es gut dadurch eben. Durch dieses Hobby, durch diese Leidenschaft, durch das, ich konnte mich verwirklichen, ich konnte wirklich mich kreativ entfalten. Es hat mir wirklich gut getan und das Amt hat immer gesagt auch, ja, Sie sind nicht vermittelbar, Sie sind nicht vermittelbar, wir können nichts mit Ihnen machen, weil das können Sie nicht und das dürfen Sie nicht. Und laut dem Gutachten darf das auch nicht sein und alles. Also konzentrierst du dich komplett auf das und du siehst das, was du machst. Es ist keiner über dir, der dich niedermacht, es scheucht dich keiner rum. Du bist dein eigener Chef, dein eigener Boss und du hast dich so wohlgefühlt in dieser Komfortzone, dass du dir sagst, okay, und du siehst, es trägt Früchte. Denn ja, man kann mit YouTube Geld verdienen. Auch wenn man denkt, ah, YouTube, das denkt man immer, dass man damit auch leben kann irgendwann und so. Ich will nicht alles sagen, aber ich war jetzt mit meinen 6.000, fast 7.000 Abonnenten auf einem Punkt, dass ich theoretisch mehr bekommen habe als Hartz IV. Dass ich sogar fast so viel bekommen habe wie Hartz IV und die Miete zusammen. So dass ich theoretisch, lasst uns mal die 10.000 erreichen, lasst uns mal die 15.000 erreichen, keine Ahnung, es nicht unmöglich gewesen wäre, es auf einem so krassen Weg war, in ein paar Jahren, wenn man weiter dran bleibt und das weiter auf Vordermann bringen, vielleicht einen Beitrag hätte durch das, was einem Spaß macht, durch das, was einem was bringt, dass man so weit ist, dass man komplett vom Amt weg ist und auf eigenen Beinen steht. Ich brauche keine 2.000 Euro im Monat. Mir würde es reichen, wenn ich 1.000 Euro im Monat hätte, wenn ich jetzt mit 750 Euro im Monat klargekommen bin, mit 850 noch besser klar, dann werde ich doch wohl mit 1.000 Euro gut klarkommen, ja, sagen wir es mal so. Aber plötzlich kommt dieser Anruf aus dem Nichts. Hey, ist ab Montag, steckt man sie in Arbeit, 1-Euro-Job und ich fühle mich, nein, es geht wieder los.
Der Pumpenbau, GBM, Werkzeugmechaniker, es geht wieder los. Netto, es geht wieder los. Rewe, es geht wieder los. Du hast wieder Leute um dich rum, du hast Mitarbeiter, du hast Vorgesetzte. Für die bist du nichts, für die bist du einfach nur ein kleiner, dreckiger Spast. Die wollen einfach nur, mach hier, mach dort, jeder sucht die Fehler bei dir, du wirst panisch. Weil man keinen normalen Menschenverstand hat, gerade, weil man eben geprägt ist. Man ist geprägt von diesem ganzen Zeug, was einen immer fertig gemacht hat oder drückt hat. Und das steht einem im Weg irgendwo und man weiß jetzt schon, man hat Angst davor. Und wie geht man hin? Geht man hin und gibt den Leuten eine Chance, sobald die Leute erkennen, ach, mit dem können wir es machen, guck, das ist so ein kleiner Treu-Dofer, dann nutzen die das aus, zu ihrem Vorteil. Dann stellen die sich über dich. Also hast du nur die Chance hinzugehen, halb agro, so nach dem Motto, klotz mich nicht an, ich hau dir aufs Maul, halt bloß deine dumme Fresse, du Arschloch, also... So musst du da auftreten, dann hast du deine Ruhe. Hast du dann aber Spaß daran, dich so zu geben? Eigentlich auch nicht, weil wenn du nicht so bist, aber so tun musst, als wärst du so, nur damit dir keiner was tut, denn wenn die Leute sehen, ach, der ist ja eigentlich ganz nett und brav, auf ihn. Und das ist das, was mich ankotzt, wovon ich Angst habe, ich mit meiner hier Vermittlerin am Telefon sprechen wollte, was mich bedrückt, alles sonst was. Denkst du, die hat zugehört? Denkst du, das hat die interessiert? Sie sagt jahrelang zu mir, beziehungsweise, ja gut, es war gar nicht sie. Das ist ja, ist in dem letzten halben Jahr hat meine Vermittlerin ja dreimal gewechselt. Die sagen zu mir, du bist nicht vermittelbar, wir können das nicht machen, wir können dich nicht in Arbeit stecken, man kann dich nicht auf die Menschheit loslassen, oh mein Gott. Dann kommt irgendeine andere, die mich kein Stück kennt, die gar nichts von mir weiß, die sich nie mit mir beschäftigt hat. Und kann ich nachvollziehen, wieso vielleicht ich da gerade Probleme habe, von 0 auf 100 zu gehen und einfach rausgerissen zu werden und ins kalte Wasser zu, aus dem Nichts, einfach so. Ist ja nicht so, dass ich großartig Zeit hatte, mich da vorzubereiten oder dass es irgendwie erstmal ein Gespräch darüber gab. Nee, es wird erst festgemacht und dann wird nur angerufen, um Bescheid zu sagen, dass du um 8 dorthin musst und dass du dort sein musst. Sonst gibt's Sanktionen, sonst gibt's kein Geld, sonst gibt's kein gar nichts, sonst kriegst du auf den Sack. Fertig. Und du wirst einfach nur unter Druck gesetzt. Was dir eh schon den Hals abschnürt, steht noch einer dahinter und erhöht nochmal den Druck und keiner merkt, dass das auf jeden Fall nicht gut sein kann. Ja? Ich verstehe auch nicht, was das Amt dann davon hat, weil ich habe nicht mehr Geld dadurch. Sie haben nicht weniger Ausgaben dadurch. Ich liege noch genauso viel denen auf der Tasche wie jetzt. Im Endeffekt geben sie sogar noch mehr aus, als sie jetzt für mich investieren müssen, weil sie dem dort noch was geben müssen dafür, dass der mich dort hinstellt. Und das Einzige, was ist, ich erscheine halt in der Statistik auf einem anderen Zettel, weil ich bin ja nicht mehr der RTL-Zuschauer, der den ganzen Tag Bier trinkt und zu Hause sitzt. Ich bin in Arbeit. Ich mache endlich mal was. Dass ich aber die ganze Zeit viel, 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 viel mehr gemacht habe, als ich dort jemals machen werde, das sieht wahrscheinlich keiner und dass ich ein Mensch bin, der einfach Beschäftigung braucht und was machen muss. Ja? Wenn ich jetzt aber dort sitze und dort ist den ganzen Tag nichts los, so oft sind wir dort vorbei und waren dort und waren da selber auch mal. Es ist wie Wüste, Heubüschel, Grasbüschel, was da vorbeifliegt und dann kommen am Tag ein, zwei Leute mal, laufen da mal durch, gehen da mal wieder raus und so. Ja, ist doch perfekt, der Hess, ist doch Einzelhandel. Nein, das ist scheiße. Und du sitzt da, jedes Mal stehen die Mitarbeiter dort, qualmen sich ein, labern rum, trinken Käffchen, alles. Ich will mich nicht da hinstellen und Kaffee trinken und rauchen und warten, bis der Tag vergeht. Ich möchte bitte mich entfalten, ich möchte bitte, wenn dann Videos machen, ich möchte Streams machen, ich möchte gefördert werden. Wenn es eine Arbeit wäre jetzt, wo du wirklich beschäftigt bist, netto, Zweierbesetzung, du und der andere, ihr habt den Laden, das ist euer Ding. Du musst alles machen. Das ist eine ganz andere Sache, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das wäre was, dafür lohnt es sich aufzustehen. Dafür lohnt es sich, dorthin zu gehen. Dafür lohnt es sich am Ende des Monats und da hast du deine Ruhe. Aber das gibt's nicht bei uns, gefühlt. Egal. Die Leute sagen, es gibt keine Vollzeitjobs mehr.
Es gibt nur noch Teilzeit und Aushilfen. Jeder geht nur noch auf Teilzeit und Aushilfe, beziehungsweise jetzt sogar 1-Euro-Job. Das ist auf jeden Fall nicht die Zukunft, meiner Meinung nach. Und ich sehe jetzt schon Probleme, denn wenn die immer aufhaben, von früh bis auch 18 Uhr, du da Schichten hast, Dienstag wäre der Raid-Boss-Wechsel mit Voldolos Tiergeist-Form. Normalerweise würde ich den Community-Raid machen, ich weiß jetzt nicht. Kann ich einen Community-Raid machen? Wahrscheinlich bin ich nicht da und habe keine Zeit. Dienstag kommt Voltenso, Mega Voltenso. Ich würde einen Community-Raid machen als Video. Wahrscheinlich bin ich nicht da und habe keine Zeit. Dienstag wäre Spotlight-Stunde. Ich weiß nicht, welche Schicht ich habe. Vielleicht bin ich nicht da, ich habe keine Zeit, ich kann keinen Stream machen. Mittwoch Raid Mania. Kann sein, dass die nicht stattfindet, weil ich nicht da bin und keine Zeit habe. Und plötzlich fallen alle Formate weg, plötzlich fallen alle Videos weg, plötzlich fällt alles weg und plötzlich schrumpft der Kanal geht zurück. Alles, was jetzt gut war, mit Abonnenten, mit Aufrufen, mit Reichweite, mit was generiert wurde, es war kaum aufzuhalten, es ging immer weiter und ich habe mich so gefreut, ich bin so süchtig gewesen, ich habe alle 5 Minuten auf YouTube geguckt, ob sich die Abozahl verändert hat oder ob ein neuer Kommentar war, den du beantworten kannst. Das hat mir was gebracht und mir war das wichtig. Und jetzt fühle ich mich, als würde man sagen, zack, YouTube weg, wir stellen dich da aufs Abstellgleis und da kannst du jetzt versauern. Und das tut mir am meisten weh, vor allem auch, weil die Dame am Telefon, die hat dann einfach aufgelegt, mitten im Gespräch, weil sie keine Lust hatte, mit mir überhaupt zu reden darüber oder was mich stört oder was mich dabei bedrückt oder wie ich mich dabei fühle. Sie hat einfach aufgelegt. Ihr war es wichtig nur, damit ich nicht sagen kann, ich habe den Brief nicht bekommen oder ich habe nicht gewusst, dass es einen Brief gibt. Ihr war es einfach nur wichtig, okay, ich habe es ihm persönlich am Telefon gesagt, also muss er davon wissen. Und dann stand aber drauf, dass ich ja den Herrn von dort unbedingt vorher anrufen soll und wir ein Gespräch führen sollen am Telefon, ein Aufklärungsgespräch, um zu gucken, ob das überhaupt stattfindet, ob ich dann Montag dahin komme. Dann habe ich gedacht, okay, du hast also die Möglichkeit, mit ihm noch zu reden und vielleicht kommt dir auf den Nenner, dass das so vielleicht nicht viel Sinn hat und dass du vielleicht nicht ins Schema passt von den Leuten, die sonst dahin geschickt werden oder die sonst da ihr Ding machen. Der hat kein Gespräch mit dir geführt. Dann einfach nur gesagt, ja, ja, 8 Uhr bist du hier, zack. Der hat ja auch noch zu verstehen gegeben, dem ist eh scheißegal, wer da kommt oder was los ist. Es ist nur Name auf einem Zettel und der packt die da alle rein. Egal, ob die geeignet sind, egal, ob die Bock haben, egal, ob die suizidgefährdet sind, egal, ob die Amok laufen nach 2 Wochen, der packt die da rein, weil mehr interessiert ihn nicht. Und dann wusste ich schon genau, das ist die richtige Stelle, das ist genau das, worauf es jetzt ankommt. Und dann gehst du also dahin, von wegen, du hast dir das und das Ergebnis ist geflossen. Es gab kein Ergebnis, weil ich nie eine Wahl hatte. Vielleicht ist es ganz anders, vielleicht ist es das Beste, was mir je passieren kann. Und dann plötzlich bin ich halt King Ramses, ne? Aber ich glaube wirklich, dass mich das komplett ausbremst momentan. Es war ja auch ein Grund, wieso ich am Dienstag nie Streams gemacht habe, weil ich am Dienstag, wie gesagt, immer diese Gruppentermine hatte, Gruppensitzungen. Und als es dann weggefallen ist von Corona und alles, hatte ich Dienstag Zeit. Und plötzlich habe ich dienstags immer gestreamt. Die Spotlight-Stunde, ich konnte vorher nie. Ich konnte es erst dann, als ich keine Termine mehr hatte mit meiner Therapeutin, wo ich immer noch keine habe. Und jetzt, wo ich keine Therapie mehr habe und keine Tabletten und ein wandelndes Wrack bin und das Einzigste, was im Prinzip meine Therapiegespräche sind, sind die Streams, was meine Tabletten sind, sind die Videos, die ich mir jeden Tag einverleibe, die ich produziere, die ich mache. Und wenn man das jetzt wegnimmt, weiß ich nicht, ob mich das wirklich menschlich weiterbringt, so wie die sagen, ja, das ist ein guter Schritt in die Zukunft. Ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Und ich sehe, es ist 55, theoretisch fängt der Stream jetzt schon an, der Rauchstream, weil ich das jetzt hier vorher fix aufnehme. Und deswegen werde ich mir jetzt erstmal ein Uso aufmachen und gönnen, weil einen Freund habe ich, der an mich glaubt, der mich wohl auch immer begleiten wird auf Arbeit. Nein, Spaß. Das ist der Uso, darauf erstmal. Wer das Video ganz geguckt hat,
der macht mal Hashtag Uso in die Kommentare, ne? O-U-Z-O. Hashtag Uso, schreibt mal eure Meinung rein, wie ihr das findet. Sagt ihr, nee, ist okay, Ramses, du hast genug gemacht. Wir können ja die alten Videos gucken. Sagt ihr, schade, Ramses. Versuch wenigstens die Streams zu machen, immer nachmittags. Dann arbeite doch frühs und setz es durch, dass du Frühschicht hast immer. Oder sag, ach Ramses, scheißegal, wir brennen alles nieder. Ich weiß es nicht. Ihr könnt nichts machen, ich könnte nichts machen. Wir müssen warten, was die Zukunft bringt. Das ist wieder mal rumheulen auf höchstem Niveau. Trotzdem weiß ich nicht. Jeder fragt, was los ist, warum mich das alles so beschäftigt in letzter Zeit. Jetzt wisst ihr Bescheid, was ist. Ich fühle mich, als würde mir gerade mein Kind weggenommen werden. Weil der Kanal ist mein Baby, sonst was. Mir geht es einfach so gut mit diesem Kanal, mit dieser Community, mit den Leuten. Freundschaften wurden dadurch geschlossen. Ich habe einfach was zu tun. Mein Leben hat wieder irgendwo einen Sinn gehabt, dass man sich irgendwo nützlich macht. Ich sehe nicht, dass ich dort nützlich bin. Es ist einfach nur wirklich, wir können ihn jetzt aus der Liste, arbeitssuchend und zu Hause sitzen, streichen und stecken ihn in die Liste. Er ist beschäftigt. Obwohl ich vielleicht dort den ganzen Tag da sitze und darauf warte, dass mal jemand kommt und man irgendwas machen kann. Und hier habe ich gemacht. Eins nach dem anderen. Und das ärgert mich. Zutiefst. Und jetzt bin ich zu spät. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Mal gucken, wie die Woche weitergeht. Vielleicht können wir abends drüber reden. Mehr werde ich am Dienstag dann wissen, wenn es richtig losgeht, wie er sagt. Oder ob ich vielleicht irgendwie ihm noch einen Geldkoffer hinstellen kann und kann mich freikaufen und sagen, hier, ich komme am Dienstag nicht. Hier ist mein Geldkoffer. Ich gehe einfach so hin. Hallo, bin der Ramses. Na, hat er noch ein Stück Brot oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung so. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, rote Nase, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.